Heute möchte ich Ihnen ein paar Tipps geben über Augenlinie relativ zu dem Golfball in der Ansprechposition. Wenn Sie oft einen Putt-Unterricht genommen haben, dann bin ich sicher, dass Ihre Lehrer hat Ihnen irgendwann aufmerksam gemacht, dass es wäre besser, wenn Ihre linke Auge als Rechtshänder über den Golfball ist in der Ansprechposition. Der Grund, dass er das sagt, ist ganz einfach, dass wenn Sie pendeln und gegeben, dass Ihre Pendelbewegung ist aus der Schulter und Ihre Ellenbogen, Handgelenk und Schulter nicht so viel wackeln, dann ist der tiefste Punkt in der Pendelbewegung mehr oder weniger gegenüber Ihrer Nase. Das bedeutet, ein Ball leicht links davon wird leicht in Aufschwung getroffen. Das hilft dem Golfball, mehr Vorwärtsstrahl zu kriegen oder mindestens weniger Rückwärtsstrahl. Aber die Augenposition über den Golfball ist nicht so ganz einfach. Im Gegenteil, viele Golfer, das wir sehen, inklusive Tourprofessionals, haben das linke Auge nicht senkrecht über den Golfball. Der Vorteil wäre natürlich, mit den Augen über den Golfball ein leichtes Kopfdrehen und Sie können verfolgen genau die Fahrt, dass der Ball laufen soll. Im Gegenteil, wenn Sie innerhalb oder von der anderen Seite des Balls schauen, dann schauen Sie etwas quer zu der Ziellinie. Aber Sie würden sehen, dass viele Leute putten etwas weiter weg vom Ball, wenn nichts anderes, wegen der Leihwinkel ihrer Putters. Unterschiedliche Putters haben unterschiedlichen Leihwinkel und natürlich einen flacheren Putter drückt mich fast vom Ball weg. Ist das ein Problem? Nicht unbedingt, weil nachdem ich meinen Putter richtig ausgerichtet habe und mache einen klassischen Pendelbewegen, dann liefere ich den Putter wieder square am Ball und der Ball geht ins Loch. Aber man muss verstehen, dass der Weite weg, dass man steht von dem Golfball, so der Große, der Kurve oder Arc von dem Putt. Keinen Putt bewegen ist gerade. Um das zu machen, müssten Sie senkrecht über den Ball stehen und das dürfen Sie nicht nach den Regeln, weil keinen vertikale Putter gibt es auf dem Markt. So, weil der Putter einen Winkel hat, sind Sie fast gezwungen, ein bisschen weg vom Ball zu stehen. Wenn Sie Rückenprobleme und wollen gerne ein bisschen aufrechter stehen, ist es auch wieder ein Problem, wirklich mit der Nase über den Golfball zu kommen oder mit den Augen über den Golfball, weil Sie dann so nah dran stehen müssten. Und dabei ist es dann bequemer, ein bisschen weiter weg und vielleicht eine etwas flachere Leih zu haben. Aber natürlich, durch das haben Sie die Winkel oder Ebene Ihres Schwung flacher gemacht und dadurch zwangsläufig hat der Putter ein bisschen mehr einen sogenannten Arc oder Kurve und das ist völlig okay. Es ist nur wichtig, dass Sie das verstehen und zulassen und nicht dagegen kämpfen. Weil wenn Sie versuchen, da zu kämpfen, dann kreieren Sie mehr Probleme, als was Sie lösen. Ich hoffe, dass das Ihnen geholfen hat heute. Ich bin mit dem nächsten Tipp sehr bald wieder da. Bis dann. Ciao.